Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ja, Final Fantasy 15 hat eine neue Demo bekommen. Und ich dachte mir, die zocken wir mal an. Ich will mir das Spiel ja auch kaufen, freue mich auch schon sehr drauf. Final Fantasy ist ja auch eine Reihe, da habe ich fast alle Teile gespielt. 11 nicht. Und 14 war ja auch online, da habe ich mal kurz reingeschaut, aber war jetzt nicht so mein Fall. Aber auf die 15 freue ich mich schon sehr. Und ja, dann gucken wir uns die Demo einfach mal an. Auf geht's. Ist übrigens blind. Also ich habe da, das steht zwar unten 4 Minuten gespielt, wo das herkommt. Darf man sich fragen, weiß ich jetzt nicht. Okay. Folge dem jungen Noctis und seinem magischen Begleiter in eine fantastische Traumwelt. Eine kleine Vorschau auf die spannenden Abenteuer, die dich in Final Fantasy 15 erwarten. Ich bin gespannt. Willkommen im Königreich der Fantasie. Okay. Ja, hier wird nochmal alles erklärt. Ausweichrolle ist Viereck, okay. Springen ist X. Ja, umsehen ist klar. Lenken, laufen ist... Ah, das finde ich immer doof. Wenn man die L-Taste, L3 gedrückt halten muss, um zu laufen, das finde ich immer ein bisschen komisch. Aber gut. Okay. Ja, Hauptsache wir haben Handy. Man sieht, Final Fantasy wird ein wenig moderner. Ja. Und das kleine Viech, was da ist, ne, das ist Karbunkel oder Karfunkel, irgendwie so. Soweit ich weiß nicht, ob das jetzt in vielen Final Fantasy Teilen vorkam, in Teil 8 auf jeden Fall. Irgendwo hoch. Da ist es eine GF, hat den Effekt, Reflex zu zaubern auf alle Partymitglieder. Reflex hat den Effekt, Zauber wieder zurückzuwerfen, die auf einen gewirkt werden. okay, anscheinend müssen wir hier diese Dinge einsammeln. Was uns das bringt, werden wir sehen. Ist jetzt alles eingesammelt? Ja. Ah, ich bin noch ein bisschen heiser. Was ist das? Irgendwo in der Traumwelt hat sich etwas getan. Aua. Nicht alles, was groß ist, ist eine große Gefahr. Okay. Ach, ich freue mich echt auf das Spiel. Ich habe ja die andere Demo auch schon gespielt, wo man mit ihm quasi in Erwachsener oder so Teenager-mäßig... Oh, habe ich alles getroffen? Ja. Mit drei anderen Jungs da im Auto unterwegs ist. Du schläfst momentan tiefer als sonst. Okay. Wenn du aufwachen und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Ah ja.
Was ist das? Ist das ein Tag-Nacht-Wechsel oder was? Die Zeit schreitet voran. Oh ja, kann sein. Ach so, man muss dann runtergehen. Ah. Es ist Nacht. Okay. Nett. Aber Tag ist mir lieber. Komm, mach wieder hell hier. Hallo? Will er nicht. Gut. Lauf im Dunkeln weiter. Wir schlafen ja eh. So, warum auch immer wir diese Dinger jetzt einsammeln. So, wo ist er denn hin, der Kleine? Oh, ich komm mal hoch. Bleib einfach bei mir, dann passiert dir nichts. Okay, was werden wir sehen? Wollen die hochspringen? Nee. Da ist noch so eine Platte. Das Wetter wechselt. Was heißt das? Keine Ahnung. Was hat's mit diesen Druckplatten auf sich? Gibt's die dann im Hauptspiel auch, oder? Wie auch immer. Wir sollen erstmal dem Kleinen hier folgen. Ja, was denn? Ui. Schlag sie hiermit in die Flucht. Gummihammer. Was? Was bitte mache ich mit dem Gummihammer? Spielzeugschwert und Gummihammer. Naja, okay. Schwert ist ausgerüstet. Wie kann man denn hauen? Halten Defensivmodus. Kreis ist angreifbar. Okay, hier reicht es einfach nur drauf zu knüppeln. Toll! Du hast Monster besiegt. Okay. Oh, hier ist ein See. Da hüpfen wir jetzt mal nicht rein. Hm. Vielleicht hier lang. Warte mal. Gibt's noch was zu holen? Und noch eine Druckplatte. Hat sich etwas getan. Ah, hier. Oh, wow. Was kommt denn da hoch? Alter Schwede. Das sah aber sehr beeindruckend aus gerade. So, okay, aber er wollte ja hier lang. Frösche greifen wir jetzt nicht an. Da ist er. Okay, dann folg mir mal. Ab ins kühle Nass. Okay. Offensiv- und Defensivmodus. Offensivmodus, halte Kreis gedrückt, um automatisch anzugreifen. Defensivmodus, halte Viereck gedrückt, um dich automatisch gegen Angriffe zu verteidigen. Achtung! Selbst der Defensivmodus schützt dich nicht vollständig vor den besonders schweren Angriffen einiger Gegner. Ausweichen ist, glaube ich, bisschen cooler. Hey! Wo ging's hier nochmal lang? Wieso ist denn der jetzt so groß? Ach übrigens, das wird dir bestimmt gefallen. Lass es krachen.
Feuerwerk mal 10. Rüste Zauberbombenfeuerwerk aus, halte Kreis gedrückt und ziele mit L. Lass los, um Feinde zu bewerfen. Wie mit L zielen? Ach so. Oh weh, ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, das müssen wir jetzt mal ausrüsten. Ah ja, alles klar. Nein. Okay. Ist schon wieder Tag-Nacht-Wechsel hier. Zeit schreitet voran. Nochmal hier. Dieser Schalter ist gesperrt, alles klar. Okay, wir sind ein Auto. Okay. R2 beschleunigen. Kann man hier trotzdem diese Dinge einsammeln? L2 rückwärts und bremsen. Okay. Mit X kann ich mich zurückverwandeln. Ja, das finde ich doof. Das ist ein Tada. Hier oben knockt. Komm ich nach hoch? Ich frage mich immer noch, was für einen Sinn es jetzt macht, diese Dinge einzusammeln. Das ist ein Gegner. Okay, bisher reicht es immer noch, einfach drauf zu knüppeln. Nee, das war ein Treffer. Ah ja, wir können ja mal die Bomben auswählen hier. So. Ja, das war richtig klasse. Oh, es hat getroffen. Schön. Ach, da ist noch einer. Shit. Nicht eigentlich sterben? Ich kann ja mal den Hammer ausrüsten. Die spawnen immer wieder, oder was? Ja, der Hammer hat's in sich hier. Okay. Aber ich kämpfe dann doch lieber mit Schwertern. Ach, hier müssen wir hoch. Silberschalter freigespielt. Oh, hier haben wir wieder Gegner. Witzig. Naja, eine große Herausforderung ist das hier gerade nicht, aber... Mist, ich wollte eigentlich ausweichen. Das sind quasi diese Dinger sind unsere Lebenspunkte oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Aber der wäre fast wieder zurückgekommen. Schade. Naja. Ich hab da hier irgendeinen Schalter freigeschalten. Da können wir doch mal gucken. Da sind noch so eine... so Dinge. Was ist der hier? Hey, das haben wir schon, oder? Wir waren noch ein paar Tasten nicht freigeschalten. Wo ist denn das? Ist auch wieder Auto. Ah, okay. Kann man sich mehrere Autos da machen. Ah ja, gut, wir laufen mal zu unserem kleinen, großen Freund. Hinten ist er. Oder ist das Gebiet schon fertig oder was? Ein Geschenk. Funkenschlag. Mir ist wieder eingefallen, wo der Ausgang ist. Wirf mal einen Blick in dieses Haus hier. Okay. Es lädt. Oh, ich hoffe, die Ladezeiten werden zum endgültigen Spiel nicht so lang. Irgendwo hier muss ein langer Flur sein, der führt zum Ende des Traums. Lass uns danach suchen. Hier nochmal, hier können wir das Wetter nochmal. Sonne, na klar, sonnig ist doch viel besser. Oh, das sieht doch schön aus. Hier, komm, jetzt stehe ich nicht im Weg rum hier. Vielleicht sind das auch so ein bisschen die Wegmarkierung. Oh, hier sind Gegner. Was ist das? Oh! Okay. Hey Jungs. Ich treffe die gar nicht. Jetzt. Ehrlich. Ob das im richtigen Spiel auch geht? Geht's auch hoch?
Da ist nochmal so ein Ding. Hier können wir es wieder verwandeln. Als was diesmal? Ah, wieder so ein Ding. Der wollte sich töten lassen hier gerade. Die sind ein bisschen fixer drauf, ja. Einer war da hier noch. Naja. Nee, ist weg. Okay. Da. So, oh, was ist das? Ein Geschenk erhalten. Platzregen. Wir können das mal ausprobieren, alles. Ah, okay. Cool. Und Blitz. Cool gemacht. So, da haben wir wieder Gegner. Die Lenkung ist ein bisschen hakelig hier. Ja, komm mal her hier. Ach, da ist der weggelaufen. Ich glaub's ja gar nicht. Verdammt, genau reingerollt quasi. Ah. Ich wollte gerade ausweichen. Sieg. Ist wieder dunkel. So, hier, 8 hat Nacken. Ja, das. Aber sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Die Tasten sind immer noch gesperrt. Hier geht's raus, oder? Lange Flur. Dieser Flur führt zum Ende des Traums. Das dann schon? Okay, naja, gut, wir sind da jetzt auch ganz schön durchgerannt, also da ist bestimmt noch mehr möglich. Aber es war ja trotzdem, man hat hier mal einen kleinen Einblick gekriegt, vielleicht kommt da ja jetzt noch was. Ein Bosskampf oder so. Zitadelle. Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, das ist dein Zuhause. Dein Ort der Geborgenheit ist das aber nicht. Eieiei, ey. Spinnst wohl. Ich werde immer über dich wachen. Wow. This one will protect you through your darkest dreams. But remember, Nacht. In the world of your dreams, you are king. I'm not afraid. Ah ja, jetzt sind wir hier der quasi Erwachsene. Oh, ich wollte gerade wegbrechen. Shit. Ach, ja, voll. Ist klar. Nein. Oh, shit. Ich sehe ganz schön blass aus gerade. Das war geblockt. Eine mega Reichweite, ey. Nein! Oh shit! Hat er mich jetzt? Ja, gleich. Nee. Bin noch im Spiel, Kollege. Ah, das war's schon. Ein Treffer noch. Huh, okay. Aber diese ganzen Mechaniken, die es in der Vorgänger-Demo gab, die habe ich alle vergessen. Endlich kannst du aufwachen. Ist das nicht schön? Hopp. Das Portal zur Wirklichkeit aktivieren. Die Geschichte wird dadurch abgeschlossen. Oh, hallo. Anu, das Auto deines Vaters. Ah, darin fühlst du dich also am geborgensten. Coole Karre. Weil du dort immer bei deinem Vater sein kannst. Thanks. See you. Gib deinem Begleiter einen Namen. Naja, lassen wir so. Heißt dein Begleiter wirklich Karfunkel? Jo. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Ende der Platinum-Demo erreicht. Noctis bruchstückhafte Traumwelt ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dich wirklich erwartet. Das würde ich doch hoffen. In Final Fantasy XV wirst du dich mit einem erwachsenen Noctis und seinen treuen Freunden auf eine Reise durch eine weitläufige und lebendige Welt begeben. Das ganze Final Fantasy XV Team, einschließlich deines putzigen Begleiters, freut sich darauf, dich bald wiederzusehen. Ja, sehr gern. Es kommt aber erst, ich weiß gar nicht, September, Oktober. Möchtest du Final Fantasy 15 erwerben? Ja, möchte ich, aber zu gegebener Zeit. Ist ja interessant, dass man danach gleich gefragt wird. Naja, du kannst das Spiel jederzeit über deinen Titelbildschirm erwerben. Naja, schön. Gut, okay, ja, wir sind da jetzt relativ durchgerannt, aber es war ja
vielleicht doch einfach mal nur ein kleiner Einblick für die Leute, die diese Demo jetzt nicht runtergeladen haben, was einen da erwartet. Besonders gut gekämpft habe ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, die andere Demo ist schon ein bisschen her und da wurden diese ganzen Mechaniken, die man dann im Spiel hat, schon so ein bisschen mehr erklärt. Und das spielt sich schon richtig cool, muss man sagen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann zu meinem Let's Play zu Final Fantasy XV hoffentlich wieder. Ich danke euch.